Servus, da sind wir auch wieder. Heute wieder mit unserem Hausbau beschäftigt. Hoffentlich schaffen wir endlich die ganzen Kisten hier voll zu machen, damit ich Liam helfen kann, die Lava und das Obsidian mit herzubringen. Wobei mir einfällt, wir hätten gar kein Obsidian gebraucht, wir könnten auch einfach ein Portal gießen. Dazu braucht man aber Lava. Und das Lava rausholen hier von der Stelle, die doch relativ weit entfernt ist, würde, denke ich mal, länger dauern als mit der neu gebauten Diamantspitzhacke, die ich jetzt habe, das schnell abzubauen. Wie viele braucht man denn Obsidian? Drei, sechs. 10, oder? Ja, nimm erstmal 10 von uns dabei mit, aber du kannst dir ein paar sparen. Lieber dann mach ich mal einfach 12. Und mal gucken. Nicht, da ich hier nochmal hin muss. Ich guck mal, wie weit ich gleich weg bin vom Haus. Ja, es sind 600 Meter. Und da ist einiges an Wasser und Eiswüste und Monstern dabei. Ne, laufe ich nicht nochmal. Erstmal nur 9 Kisten. Und wie sieht's aus mit dem Haus bis jetzt? Also steht noch alles? Ja, steht noch alles und ich bin gleich fertig. Ich muss dann nur noch mal okay, also fast fertig. Wir haben fast genug Kisten hier drin. Also obwohl ich. Warte mal, ich kann ja schon mal alles entlooten. Und dann. Okay. Ich packe einfach mal hier Essen. Lass mal am besten 2 Kisten da oben auf dem Berg noch stehen. Also eine Kiste, wo ich Fertigmaterialien drin sind und eine, wo die rohen die Rohstoffe an sich drin sind, die wir frisch aus der Mine gebracht haben. Okay. Weil sonst müssten wir mal ziemlich doll und oft hin und her rennen. Ich bin gleich wieder da und dann kann ich dir zeigen, was so. Also die Krimskramkiste kennst du ja und die Kiste, wo nur normales Stein drin ist und Erde. So. Kies. Ich hab Erde. Wenn du schon mal Zeit hast, wäre gut, wenn du ein Feuerzeug bauen würdest. Sofort. Hab ich nicht irgendwo Holz gerade hingepackt? Ein Feuerzeug kann ich gleich bauen. Hallo, wo ist denn jetzt das Holz hin? Essen? Ne, wir brauchen Schilder unbedingt. Hab ich nicht gerade Holz weggepackt? Ach nee, wir hatten gar kein Holz. Oh, bin ich ein. Ich suche die ganze Zeit eine Holzkiste und dabei habe ich noch gar kein Holz weggepackt. Aber ich kann die Saplings hier nehmen. So, dann kann ich nämlich jetzt noch ein paar Bäume machen und dann ein paar Kisten machen und noch ein paar Schilder. Dann können wir die nämlich beschriften. Alle. Wir haben aber gar keine Holz mehr. Ja, ich lade die Batterie gleich auf. Jetzt laufe ich gerade ganz schön viel durch die Gegend. Oben kommen noch ein paar Workbenchen. Hat mal so beschlossen. Sonst läufst du hier in Wolf. So. Ja. Cool. Ja, du hast recht, die Melonen wachsen. Nein, nicht doch. So, zack, zack. Und gleich den nächsten Baum wieder gesetzt.
Oder ist irgendwo noch ein Dings drin, ey? Ja, ja. Die Welt ist schon schwierig. Mammutbäume kann... Nee, Mammutbäume gibt's noch nicht, oder? Nee, hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Am Anfang irgendwann. Stimmt, stimmt, stimmt. Nein! Wieder so ein großer Baum. So, das müsste jetzt auch an Holz reichen. So. Dann bauen wir jetzt mal das Restliche zu Ende. Und dann mal, würde ich mal vorschlagen, komme ich dir mal entgegen. Muss mir dann bloß deine Koordinaten sagen. Die sind, siehst du bei deiner Mini. Brauchst nicht. Bau lieber ein Feuerzeug. Ich mach mich gleich auf den Rückweg. Bring die Rohstoffe mit und vor allem auch das Obsidian und dann zünden wir ein Portal an. Okay. Wie viele fliegende Blöcke hier rumlaufen oder rumfliegen? Acht. So, 16, ich habe schon wieder vergessen. So, was schießt man denn? Benchmarking. Habe ich noch keinen Working Bench gebaut? Natürlich habe ich das schon gebaut. So. Ich habe jetzt wieder... Ich baue einfach viel zu viele Kisten und denke einfach gar nicht daran, ich brauche Schilder. Ja, nee, es sieht kacke aus. So. Okay. Dann brauchen wir wieder Holz. Es geht wie die Sonne geht wieder unter. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten schon geschafft. Na schon, Doch schon. Ach egal. Jedenfalls, es sind 10 Minuten schon vorbei. Leider, sagen wir leider, leider schon vorbei, weil die Folge ja dann sich dem Ende dann irgendwann doch zuneigen muss. Oh oh. Hab ich wieder geschleimt, oder? Und warum sagst du einfach so, das ist kein gutes Omen. Es gab hier ein bisschen zu viele Abzweigungen. Ich hoffe, ich erwische die richtige und komme hier raus. So, dann haben wir das auch. Wir bauen gerade nur unser Holz ab für die Schilder, die wir gleich brauchen für die Beschriftung. Ich glaube aber, die reichen jetzt schon wieder. Ja, das müsste reichen. Irgendwann baue ich ja auch nochmal einen Weg ordentlich runter zu der Workbench.
Also irgendwie haben wir noch nicht wirklich viel von Hexit benutzt. Von was? Von Hexit. Von Hexit, von Ticket. Doch. Also wir haben schon Messuator, der unsere Rohstoffproduktion verdoppelt. Wir haben eine kleine, leichte, aber auch effizient, halbwegs effiziente, na gut, vielleicht ein Drittel effizient, bei der einem Windkraftwerk und dadurch eine kleine Stromversorgung. Und wir haben jetzt schon so ein Diamond Duel, mit dem wir alles abbauen können und das sehr, sehr schnell. So. So, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Mach das. Oh, bin schon draußen. Das ging schnell. Waffen, Schrägstrich. So. Können im Wasser Monster spawnen oder nur aus dem Wasser? Warte, Ich glaube nur im Land. Ah, verdammt. Links. So. Erde. Medium. Wir haben schon einiges an Uranium, oder? Jo. Naja, das erste Atomkraftwerk auch nicht mehr allzu weit entfernt. Wir sprengen die Welt. Nee, lass mich das denn lieber bauen. Dann an die Holz haben wir noch. Erstmal ganz. Holz haben wir schon. Dann, was können wir noch? Die Frage ist nur, ob wir es wirklich aus Sicherheitsabstand auf zwei Inseln weiter entfernt erst errichten. So. Okay, dann haben wir jetzt erstmal alles beschriftet und dann packen wir erstmal hier. Stuff rein, Schilder. Ah, Rohstoff haben wir, haben gar keinen. Ich hab ja genau. Ich bin ja auch wieder schlau. Hätte mir auch ein Boot bauen können, dann wäre ich irgendwie schon fast bei dir. So schwimme ich jetzt durchs Wasser um die 500 Meter. Da, wo wir unsere die Koordinaten gemacht haben, beim Anfang der Mine, ja. Im Untergrund da. Da sollten wir uns nicht senkrecht nach oben bauen, denn dann war im Wasser. Okay. So, das Haus ist das erste, was ich sehe, was am Himmel leuchtet. Ja, das ist noch relativ dunkel, aber...
Mal schauen, ob ich lebendig hier hochkomme auf den Berg. Ich bezweifle. Ich würde sagen. So. Bleiben wir aber erstmal optimistisch und tun mal so, als ob ich eine reale Chance hätte. Die hast du immer, die hast du immer. Okay, du wurdest getötet. Ich wurde geschossen vom Skelett. Verfahren geschrieben, wird eine Ressourcen geschrieben. Ich schreibe einfach Rohstoffe. Rohstoffe. So. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles geschafft. Den Stuff, die Kiste und sowas. Wo kommen? Oh, Skype schon wieder? Naja, ich... dann packe ich erstmal... Das kommt da raus. Zack. Ich dann haben wir bei Erde mit rein. Und muss jetzt mal übertonen, bis... Skype, der da ist. Werde schnell noch die Sachen hier aus meinem Dings machen und werde dann auch gleich den Cut machen. Und da ist auch das Gespräch vorbei. Settings da rein. Essen da rein. So, Werkzeuge und so. Dann kommt da die Waffe rein. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Mehr brauche ich nicht. Ja, mehr brauche ich erstmal nicht. Rohstoffe kommen dann hier hin. Zack, zack. Dann. Brauchen wir sowas da. Dann. Wie steht die Sonne jetzt da? Ich werde jetzt noch schnell gucken, wie die Sonne steht, damit ich auch euch jetzt richtig verabschiede. Ja, okay. Geht noch relativ, ist vielleicht jetzt ein bisschen kürzer als letzte Folge. Aber deswegen würde ich jetzt einfach sagen, aufgrund, dass ich jetzt noch alleine bin, weil Skype schon wieder abgeschmiert ist und wir unbedingt jetzt aufnehmen wollten und jetzt auch das Nether-Portal anfangen wollen, sage ich jetzt einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Seht, wie wir ins Nether kommen, wie unsere Erfahrungen im Nether sind. Und deswegen machen wir gleich weiter.